Moin zusammen und herzlich willkommen aus Riedbeck in Ostwestfalen. Ich befinde mich hier heute auf einer relativ großen Biogasanlage, die mit dem erzeugten Biogas in Blockheizkraftwerken Strom erzeugt und das ins Netz einspeist. Doch bis es am Ende zum fertigen Biogas kommt, ist es eigentlich ein relativ langer Weg. Nehmen wir mal als Beispiel eine Navarro-Anlage, also mit nachwachsenden Rohstoffen. Das bedeutet, ich muss im Frühjahr erstmal das Saatbett vorbereiten, ich muss säen, legen, pflegen und am Ende ernten. Also ein relativ langer Weg bis zum fertigen Biogas mit relativ viel Aufwand. Doch wie wäre es, wenn man am Ende der Wertschöpfungskette, also dann, wenn das Biogas produziert wird, ganze 3 bis 10% mehr Ertrag rausholen könnte? Klingt ganz gut, oder? Um euch das erklären zu können, haben wir uns nicht irgendeine Biogasanlage ausgesucht, sondern genau diese, denn hier ist ein Gerät verbaut, was genau das bewirkt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ganze 3 bis 10% mehr Gasertrag klingt doch eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein, oder? Hier neben mir steht jetzt der Sepo Gant, direkt der Firma Biogastechnik Süd GmbH, und dieses Gerät sorgt für den kleinen, aber feinen Unterschied. Doch bevor wir auf den Sepo Gant direkt eingehen, sprechen wir nochmal über die Biogasanlage. Die beginnt ja quasi mit dem Fermenter. Dort kommen die Feststoffe rein und werden durch die Bakterien vergoren. Das Biogas entsteht. Dann geht es in den Nachgärer rein und ins Gärproduktlager. Die Bakterien schaffen aber nicht immer, alles zu zersetzen. Das heißt, manche Feststoffe gehen auch rüber ins Gärproduktlager und sondern raus aus dem Prozess. Und genau jetzt kommt der Sepo Gant direkt ins Spiel. Um das Ganze besser zu veranschaulichen, haben wir hier mal ein Modell aufgebaut. Über dieses Rohr werden die Gärsubstrate aus dem Fermenter dem Separator zugeführt. Über das Sieb wird das Presswasser abgeschieden und geht dann in das Gärrestelager zurück. Und die festen Stoffe werden dann wieder in den Fermenter eingeleitet und haben dabei um die 15% Trockensubstanzgehalt. Der Sepo Gant direkt dient also als Biomasse-Rückführfilter und bringt die festen Stoffe zurück in den Kreislauf des Fermenters, und dadurch generieren wir den Gasmehrertrag. Dabei schafft das Gerät zwischen 10 und 20 Kubikmeter Substrat pro Stunde zu separieren, wovon bis zu 5 Kubikmeter feste Stoffe sind. Und das bei einem Verbrauch von 2 bis 4 Kilowattstunden Strom pro Stunde. Jetzt kommt natürlich schnell die Frage auf, wird das im Fermenter nicht zu dick? Und da kann ich gleich sagen, dass das nicht passieren wird, denn wir haben hier ein CN-Verhältnis, ein Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältnis. Und wir entziehen dem Fermenter den Stickstoff und lassen den Kohlenstoff drin im Prozess. Und das sorgt dafür, dass die Biologie wesentlich besser arbeiten kann und auch die Viskosität leidet darunter nicht. Und man muss auch dazu sagen, es ist sogar besser für die Rührwerke, weil die eher dafür ausgelegt sind, ein bisschen größeren Widerstand zu haben in dem Fermenter. Aber genug der Theorie. Wir sprechen jetzt mit dem Betriebsleiter Andreas Hansmeier und fragen ihn mal, warum er sich für ein Sepo Gant direkt entschieden hat. Grüß dich, Andreas. Erstmal vielen Dank für die Einladung auf deinen Betrieb, und ich schlage vor, dass du dich und deinen Betrieb den Zuschauern gerne erstmal vorstellst. Ja, gerne. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit einer Biogasanlage und einem Ackerbaubetrieb. Der Ackerbaubetrieb bewirtschaftet aktuell 850 Hektar. Die Biogasanlage ist eine flexibilisierte Anlage mit 5800 kW installierte Leistung, mit 1500 Kubikmeter Pufferspeicher und einem 20.000 Kubikmeter Gasspeichervolumen. Du hast dich vor einiger Zeit für den Sepo Gant direkt entschieden. Was waren deine Beweggründe dafür? Ja, wir wollten einen Vapo Gant bei uns im System integrieren. Da haben wir uns den Sepo Gant direkt vorgeschlagen lassen von der Biogastechnik Süd. Der Sepo Gant direkt ist uns einfach ins Auge gestochen, weil wir brauchen kein Gebäude bauen, kein zusätzliches. Wir konnten den bei uns in den vorhandenen Gebäuden installieren, mit integrieren. Der ist emissionsfrei, arbeitet der. Wir haben keinen Geruch auf dem Hof. Wir brauchen keine Lagerplatte zusätzlich bauen für die ausgeworfenen festen Gärreste, was die konventionellen Separatoren machen. Der Vorteil ist einfach diese Installation. Einfach diese kostengünstige Installation ins vorhandene Gebäude. Wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit der Anlage? Ja, die Maschine hat bis jetzt sehr gut gelaufen, sehr störungsfrei. Unsere Befürchtung war, dass der Fermenter sehr stark eingedickt wird durch die Rückführung der festen Gärreste. Das hat sie bis heute aber noch nicht bestätigt. Da wurdest du ja von der Biogastechnik Süd gut ausgestattet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, und vielen Dank für den Einblick, den wir heute bekommen haben. Ja, bitte. Da denkt man, man hat schon alles aus seiner Biogasanlage rausgeholt, und dann komme ich mit so einem Produkt um die Ecke. Wer hätte das gedacht? Und jetzt interessiert es mich. Was meint ihr dazu, zu dem Verfahren, nochmal die Substrate zu separieren und nochmal in den Kreislauf zu führen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und ansonsten sind wir durch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.